Sie haben den Film gesehen. Junge Menschen suchen Antworten für den Klimawandel weltweit. Und nun haben sie die Möglichkeit, mit dem Generalsekretär zu sprechen. Sie können ihre Ansichten zu dem Thema hier vortragen. Und ich freue mich, hier Paloma Costa zu begrüßen, in der Mitte. Anurag Saharoy und Greta Thunberg. Paloma, ich fange mal mit Ihnen an. Sie sind Juristin, Sie unterstützen Jugend- und Klimaaktivisten in Brasilien angesichts des bestehenden Klimanotstands. Weshalb ist diese Frage für Sie so dringend? Und was erwarten Sie von den internationalen Führern? Ja, vielen Dank auch Herr Generalsekretär, dass wir zusammengekommen sind. Ich heiße Paloma Costa und komme in der Tat aus Brasilien. Ich trete für die Umwelt ein. Ich will Klimaaufklärung betreiben, die Jugend mobilisieren. Ich will auch die traditionellen Gemeinschaften unterstützen und andere Minderheitengruppen, die die Folgen der Klimakrise tragen müssen. In Brasilien hat jemand gesagt, die indigenen Völker bei uns haben von Anfang an Widerstand geleistet. Was ist denn mit uns, bitteschön? Können wir auch Widerstand leisten angesichts der Entwicklung? Wir werden nicht mit Industrien zusammenarbeiten, die den Wald abholzen. Wir werden nicht schweigen. Wir haben bereits unsere eigenen Gewohnheiten geändert, aber andere folgen uns dabei nicht. Die indigenen Völker haben alle Kenntnisse und alle Beziehungen zu ihrem Boden, ihrer Erde, ihrem Land. Die haben sie aufgebaut und gelernt und sie schließen sich zusammen, um ihr Gebiet zu schützen. Weshalb tun nicht auch wir das, um unsere Heimat zu schützen? In den letzten Wochen haben wir erlebt, entsetzt erlebt, wie der Wald am Amazonas in Brand geraten ist. Unsere indigenen Völker kämpfen dort um ihr Überleben. Wir müssen jetzt endlich Taten sehen. Und die Antworten, die wir bekommen haben, reichen nicht aus. Ich frage mich also, dürfen wir zusehen, wie der Amazonas brennt, der Wald dort? Ich glaube nicht. Das ist mein erster gemeinsamer Klimastreik zusammen mit Greta. Eine halbe Milliarde Bäume sind im Amazonasbereich zerstört worden. Und man fragt mich immer noch, ob ich Angst habe, unseren Wald zu verteidigen. Als Umweltschützer laufen wir natürlich auch Gefahr. Ich habe aber keine Angst vor dem, was einen bedrohen kann. Ich habe Angst davor, durch die Klimakrise letztlich zu sterben. Darum geht es. Wir erleben einen Klimanotstand, der unsere Sicherheit bei Lebensmitteln, bei der Gesundheit, im Leben generell gefährdet. Und wir haben ja auch Lösungen für Nachhaltigkeit, für Abmilderung der Entwicklung. Wir leben in einer geteilten Welt. Die großen Firmen, die großen Marken betätigen sich weiterhin. Und die Klimakrise, da fragen manche noch, ob die Krise eine Realität ist oder nicht. Natürlich ist sie Wirklichkeit, ist sie wahr. Der Generalsekretär hat das angesprochen. Und wir arbeiten mit den Vereinten Nationen zusammen. Auch am letzten Samstag haben wir unseren Jugendweltklimagipfel gehabt. Ich kenne alle hier. Ich weiß, dass alle hier bereit sind, weiterzuarbeiten an dieser Aufgabe. Wir müssen aufhören mit dem Reden. Wir müssen Lösungen umsetzen. Wir müssen handeln. Wir dürfen nicht einfach warten bis zum nächsten Jahr, wenn wir uns hier wieder einmal zusammenfinden. Wenn ich von unseren politischen Führern etwas verlange, dann werde ich wohl sagen müssen, dass alle Nationen den Klimanotstand ausrufen müssen. Das ist unsere größte Aufgabe für alle politischen Führer. Ich möchte nicht eine rein symbolische Erklärung abgeben. Es geht um eine Verpflichtung zugunsten der Umwelt, zugunsten der Tradition der Menschen, die seit Jahrhunderten für ihre eigene Umwelt eingetreten sind und immer noch unterdrückt werden. Ich werde weiterhin Aufklärung betreiben, über Umweltrechte aufklären. Ich werde
den anderen Jugendlichen zuhören, auch den indigenen Völkern bei uns, damit wir eine Klimaagenda in Brasilien aufbauen, die wirklich etwas bringt für uns. Entschuldigung gibt es nicht mehr. Sie haben jetzt die Aufgabe, Geschichte zu schreiben und dringend etwas zu tun, damit wir uns allen eine sichere Zukunft ermöglichen können. Wir müssen zusammenstehen. Wir sind hier. Unsere Zeit ist angebrochen. Danke. Thank you, Paloma. Danke, Paloma. Anurag, Sie sind beim Jugendklimagipfel zum führenden jungen Unternehmer in diesem Bereich gewählt worden. Können Sie einmal sagen, was Sie als Innovator zum Kampf gegen die Klimakrise tun und was können politische Führer tun, um jemanden wie Sie zu unterstützen? Hallo, ich heiße Anurag, ich komme eigentlich aus Indien und jetzt bin ich Unternehmer in Singapur. Ich danke, dass ich kommen durfte, hier sprechen darf. Paloma hat es gesagt. Wir erleben in der Tat einen Klimanotstand und wir Jugendliche stehen irgendwie in der Mitte. Aber die Jugend arbeitet ja auch an den Lösungen für viele Probleme im Klimabereich. Wir haben die verschiedensten Stellen, die sich mit Informationstechnik, mit Klima und so weiter beschäftigen. Und wir haben jetzt bei uns daran gearbeitet, eine Plattform aufzubauen, die es den Landwirten in entlegenen Gemeinden in Afrika ermöglichen, die kein Smartphone haben, trotzdem gute Kommunikation zu betreiben. Man braucht eine informierte Landwirtschaft, wenn man sie erfolgreich betreiben will. Der Klimawandel hat in der Tat die Menschen dort in eine Situation gebracht, wo die Landwirtschaft total gefährdet ist. Unternehmerschaft und technologische Innovation sind die wichtigsten Pfeiler, wenn wir klimaresiliente Systeme aufbauen wollen, den Klimawandel bekämpfen wollen, ohne uns nur auf die Staaten zu stützen. Deshalb ist es wichtig, dass auch die Regierungen Anreize für die jungen Menschen bieten, Innovatoren, junge Unternehmer fördern, damit wir nach besten Kräften daran arbeiten können, hier weiterzukommen. Wir wissen ja, dass die Technik auf Seiten der Jugend steht, aber nicht jeder hat den erforderlichen Zugang. Und wer abgeschnitten ist, ist vom Klimawandel am stärksten betroffen und ist am anfälligsten in unserer heutigen Welt. Meine Botschaft an die politischen Führer hier als junger Unternehmer ist folgende. Wir erwarten Unterstützung. Wir haben genug von Aktionsplänen, politischen Maßnahmen, bloßen Aussagen, Verpflichtungen. Wir brauchen jetzt aktive Unterstützung. Damit meinen wir, dass wir Unternehmer, wenn wir eine Firma aufbauen, wir auch steuerliche Erleichterungen zum Beispiel brauchen. Wir müssen eine Firma aufbauen. Das ist heute sehr schwierig geworden, weil wir alle möglichen Voraussetzungen erfüllen müssen. Wir müssen von null anfangen und die Jugend erwartet hierbei Unterstützung. Die jungen Menschen wollen eine Karriere haben. Sie setzen teilweise einen stabilen Arbeitsplatz aufs Spiel. Sie wollen die Welt retten, das Klima retten. Und hier ist eine Plattform nötig, die die Lösungen bereitstellt. Ich glaube, das muss doch möglich sein. Das ist das Mindeste, was man tun kann. Und wir sind heute ja da, um die Jugendlichen zu unterstützen, die Innovation und das Unternehmertum. Wir sollten also gemeinsam daran arbeiten, alles zu tun, was nötig ist, damit wir die jungen Leute, zu denen auch ich gehöre, dabei unterstützen können, Lösungen zu finden, die uns alle voranbringen. Danke. Greta, dein erster Klimastreik war noch ziemlich einsam vor etwa einem Jahr. Aber in der Zwischenzeit haben Millionen Kinder und Jugendliche weltweit sich dir angeschlossen und fordern Taten. Welches ist deine Botschaft an die politischen Führungskräfte der Welt heute? Meine Botschaft ist, wir beobachten euch. Das ist alles falsch. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sitzen. Ich sollte in der Schule sein, auf der anderen Seite des Ozeans. Aber ihr alle kommt zu uns, auf die jungen Leute zu und wollt Hoffnung. Wie könnt ihr das wagen? Ihr habt meine Kindheit mit euren leeren Worten gefüllt, aber ich gehöre noch zu den Glücklichen. Die Menschen leiden, die Menschen
sterben und ganze Ökosysteme brechen zusammen. Wir stehen am Anfang einer Massenvernichtung und ihr redet nur über Geld und Wirtschaftswachstum. Wie könnt ihr das wagen? Mehr als 30 Jahre waren die Wissenschaftler ganz klar in ihren Aussagen. Wie könnt ihr es wagen, immer noch wegzusehen und hierher kommen und sagen, ihr macht genügend? Denn die Lösungen, die wir brauchen, die sind überhaupt noch nicht in Sicht. Ihr sagt, ihr hört uns und ihr versteht, wie dringend das Ganze ist. Aber wenn ich auch traurig und wütend bin, ich will das einfach nicht glauben. Denn wenn ihr wirklich die Situation verstehen würdet und immer noch nicht handelt, dann werdet ihr böse. Und ich weigere mich einfach, das zu glauben. Das Ziel, die Emissionen in 10 Jahren zu halbieren, gibt uns aber nur eine 50-prozentige Chance, unter der 1,5-Grad-Grenze zu bleiben und zu verhindern, dass sich Dinge entwickeln, die wir nicht mehr stoppen können. 50% sind vielleicht für euch akzeptabel, aber da sind viele Feedback-Schlaufen gar nicht berücksichtigt und auch das Thema Klimagerechtigkeit wird ignoriert. Und meine Generation muss Millionen von Tonnen ihres CO2 einatmen. Und es gibt kaum Technologien, um dagegen vorzugehen. Also ein 50-prozentiges Risiko ist für uns nicht akzeptabel. Wir müssen dann mit den Konsequenzen leben. Um eine 67-prozentige Chance zu haben, unter der 1,5-Grad-Grenze zu bleiben, hat der Klimarat gesagt, die Welt hat dann nur noch 400 Gigatonnen zur Verfügung gehabt am 1. Januar 2018. Diese Zahl ist heute schon bei 350 Gigatonnen angekommen. Wie können Sie es wagen zu sagen, dass man kann das Ganze lösen mit einigen technischen Lösungen und ansonsten so weitermachen bis hierher, wie bisher? Bei der heutigen Emissionshöhe werden diese verbleibenden Budgets in weniger als 8,5 Jahren verbraucht sein. Und es wird keine Lösungen geben und keine Pläne mit den Zahlen, die hier vorgelegt werden. Sie sind immer noch nicht reif genug, die Dinge auch beim Namen zu nennen. Scheitert, ihr hintergeht uns, aber die jungen Menschen beginnen langsam, diesen Betrug zu erkennen. Die Augen der zukünftigen Generation richten sich auf euch. Und wenn ihr uns nicht unterstützt, dann werden wir euch nie vergeben. Und wir lassen euch auch nicht so davonkommen. Hier, jetzt wollen wir Handlungen sehen. Die Welt erwacht und der Wandel kommt, ob es euch gefällt oder nicht. Vielen Dank. Ich möchte mich bei unseren 3 Gästen ganz herzlich bedanken für ihre beredten Aussagen. Und was bei der heutigen Jugendbewegung erstaunlich ist, ist nicht nur, dass sie das lebende Gewissen sind, dass sie uns bewusst machen und uns auffordern, uns für den Klimawandel und seine Bekämpfung zu engagieren. Und das Erstaunliche ist, dass sie auch vor Ort sich einsetzen. Und gestern haben wir viele Beispiele davon gehört, was junge Menschen tun,
was getan werden muss, damit Klimahandeln überall auch erfolgt. Und ich glaube, das ist die Pflicht aller politischen Entscheidungsträger, nicht nur auf die jungen Menschen zu hören und das zu tun, was sie von uns fordern, sondern wir müssen sie auch noch weiterhin unterstützen in ihrem Kampf für das Klima weltweit. Ja, vielen Dank, Herr Generalsekretär. Und ich bedanke mich bei Anarag, bei Paloma und Greta ganz herzlich.